Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Er ist endlich da, Frogmonger. Ich glaube, im Jänner bestellt, dann irgendwie zu wenig Kapazitäten von Seiten Mattels und ja, ich gehöre zu den Leuten, die jetzt ewig auf ihn warten mussten. Ja, das ist der Mailer. Erinnert immer an die seligen Moto Classics Zeiten. Ja, die werden wohl nicht mehr zurückkommen. Mein Therapeut muss ich das jede Woche anhören, es ist ganz, ganz furchtbar. Ja, das sind die Zeichnungen von außen. Und dann wollen wir uns quasi die lebendig gewordene Sticker-Zeichnung aus dem Kerker von Castle Grayskull mal näher anschauen. Ich habe schon einen Schnitt vorgenommen, ja, damit ich nicht immer das Video unterbrechen muss. Man lernt ja auch mal dazu im Alter. Und dann holen wir den guten Froschkerker-Bewohner mal aus dem Gefängnis. So, was fällt mir auf, außer dass ich gleich den Blister zerstöre? New for 23, Masters of the Universe Frogmonger, Dungeon Dweller of Castle Grayskull, wie ich gesagt habe, Kerker-Bewohner im weitesten Sinne. Ja, mit einer Zeichnung und einem Mini-Comic. Es spiegelt sich nur ganz, ganz leicht. Und was ich wirklich sagen muss, ich finde, die Figur macht in echt viel mehr her als auf den Fotos. Ja, eigentlich, ja, ich freue mich hier jedes Mal, wenn eine neue Figur erscheint, die es noch nie gegeben hat. Das ist genau das, was zumindest für mich wesentlich ist bei solchen Toylines. Es hätte jetzt wahrscheinlich nicht diese Figur werden müssen. Ich glaube auch nicht, dass Frogmonger Abstimmungen ja, gegen die Dämonen der Macht, die Dämonen der Masken der Machtdämonen gewonnen hätte. Ja, aber trotzdem, wie sagt man bei uns in Wien, Oliver, dass man hier was bekommt, was es noch nicht gab, ja. Ist ja bei den Origins, bis auf die Sunman, und die bekommt man dann auch eher schlecht, interessante Figuren. Hallo Duplico, ich spreche von dir. Ja, übrigens, ja, also es ist wirklich ein Graus, dass ich weder die Origins noch die Masterverse rein quasi geschlossen bekomme, weil ich bekomme einfach alte Figuren nicht mehr zu vertretbaren Preisen und es fehlt wirklich in jeder Wave vielen Figuren. Es ist furchtbar, ich verstehe es nicht. Ganz furchtbare Verkaufspolitik. Ja? Also das nur mal am Rande, sehr ärgerlich. Ja, na, eine sehr, sehr schöne Figur. Die schauen wir uns auch gleich mal näher an. Natürlich, es ist tatsächlich keine exklusive Verpackung, aber wir haben quasi ein exklusives Cardback, wie es halt bei diesen Figuren üblich ist, und sehen quasi Frogmonger in seiner ja erweiterten Pose als Dungeon Sticker ja hier auf der Rückseite. Ja, ist ganz nett. Frage ist nur, warum nicht auf einer besseren Karte? Aber das macht es auch einfacher, dass wir ihn uns, also einfacher, ja, das führt mich dazu, dass wir ihn uns auch mal jetzt konkret anschauen, inklusive Minicomic. Und auf 3 geht's los mit einer Hand wieder mal komplett. Nein, okay, ich hab den Blister schon fast zerstört. Ich mache einen kurzen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder ausgepackt. Es gibt ja nicht allzu viele Extras, außer seinem Blaster, Strahlenkanone oder was auch immer das ist. Was ich haptisch sehr interessant finde, sind die Fingerchen, ja, also diese Kaulquappenfingerchen. Ich mag auch diese Bemalung ganz gern mit den gelben Flecken. Auch hier hinten der Fuß, also die Hinterseite ist interessant. Sein lustiges Weltraum, ja, Halsgestell oder wie man das nennen soll, ja, keine Ahnung. Ich müsste bei den Originalsticker wieder mal zu Gemüte führen. Ja, der Kopf, kann man wahrscheinlich drüber streiten. Er ist auf jeden Fall jetzt kein Lizard Man. Also der ist natürlich dankenswerterweise bei den Classics erschienen, Gott sei Dank. Weil den habe ich mir als Kind immer gewünscht. Wahrscheinlich eine Figur, die man nicht brauchte, bis man sie mal gesehen hat oder bis man festgestellt hat, dass sie kommt. Ich finde sie interessant, sagen wir mal so. Ja? Also ist natürlich für Komplettsammler oder überhaupt Masters, Puristen, die hier einfach auch mal was anderes wieder haben wollen, sicherlich essentiell. Und ich finde sie ganz gut. Ja, schauen wir es mal von hinten an mit seinem
mit seinem, wie gesagt, Hals, mit seiner Halskrause. Ja, Fingerchen ganz cool. Head Sculpt auch recht cool. Und man sieht auch hier ein offenes, offene Maul. Und ja, also ein Exklusiv, wie sich's, finde ich, gehört, aus mehreren Gründen, weil durchaus obskur, aber interessant. Wobei, für mich können sie ja gar nicht obskur genug sein. Ich würde ja alle obskuren Figuren tatsächlich mir holen. So, und das Gute ist natürlich an einem Mini-Comic aus, einem Metal Creation Exclusive, dass hier wahrscheinlich Sprechblasen sind. Dann schauen wir uns mal Horde of Frogmonger an. Das ist aber wirklich, wirklich viel Text. Die Zauberin ruft He-Man zu Hilfe, der offensichtlich gegen Frogmonger, der sich den echten Herrscher von Castle Grayskull nennt, zur Wehr setzen soll. Und da werden auch schon seine Frösche, die er ruft, eingesetzt. Ja. Monger ist ja, mich jetzt immer an das Spiel Powermonger vom Namen. Ja. Monger kann ja vieles heißen, von Untergangsprophet bis zu Händler, bis zu, ja, herbeirufen, hätte ich jetzt eher gesagt, ja, oder ansammeln, ja, im Sinne von, ja, hier kann er offensichtlich Frösche herbeirufen oder eben seine Macht über die Frösche verwenden. Oh, eine sehr schöne Zeichnung von Eternus, muss man sagen. King Randor is in mortal danger. Und interessant, ja. Und was passiert hier? King Randor hat ein Geschenk bekommen, was ihn krank gemacht hat. Und He-Man versucht jetzt Frogmonger klarzumachen, dass er seine Hilfe braucht, warum auch immer, das habe ich sicherlich überlesen. Und Frogmonger will natürlich nicht. Gut, folgen wir mal diesem Comic ohne Sprechblasen. Ja? Ich meine, es ist ja wirklich ein Witz, Mattel. Also es geht ja besser, verstehe ich auch nicht. Auch sehr cool, die Schlangenmenschen. Frogmonger, oh, Frogmongers Origin Story. Okay, ein Sorcerer Prince war er. Und ein Kaufmann. Na, was habe ich vorher gesagt mit Händler? Ist ja nicht ganz verkehrt, dann, was ich gesagt habe. Und hier kommt, Frogmonger sold dark magic to both sides for profit. King Hiss, die Schlangenmenschen. Wenn die Schlangenmenschen dann die Überhand gewonnen haben, hat King Hiss das Schloss erobert. Und dann ist er zu King Randor gekommen, der, um ihn in Gnade zu bitten. Okay, aber nicht der King Randor, sondern die wilde Horde hat ihn offensichtlich verzaubert. Oder? Stehe ich auf der Leitung? Ist das überhaupt King Randor? Nein, das ist offensichtlich wer anderer. Ist das der menschliche King Hiss? Nein. Also ihr seht, ich bin wieder mal super verwirrt. Und wurde dann verbannt. Ah, wir sehen hier die recht viele Anspielungen auf die nächsten Figuren. Komisch angemalt. Oh, was hier? Wir sehen Starship Eternia. Wir sehen auch Megator, aber in einer anderen Farbe, lustigerweise. Interessant. Ja, also ich will jetzt nicht alles vorlesen. Ich verstehe die Geschichte nämlich sowieso nicht. Ist vielleicht sonst auch zu lang. Jedenfalls, schauen wir mal. Und Ende gut, alles gut, könnte man glauben. Your king has returned. Und wir sehen, Spoiler. Das ist natürlich eine sehr schöne Zeichnung. Von den Astro Subs und von Starship Eternia. Ja,
Großartig. Also, ja, auch wenn ich das Comic nicht verstanden habe, ich lese mir nochmal durch in Ruhe. Ich wollte es nur kurz mal herzeigen. Ist es im Gesamtpaket eine sehr nette Figur. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit und sammelt weiter. Tschüss. Quack.